Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer Jubiläumsausgabe auf meinem Kanal. Ja, wir feiern 100 Folgen Forza Horizon und das fahren wir mal natürlich nicht mit einem Autowunsch. Ich habe mir gedacht, da müssen wir wieder mal was Besonderes machen und deswegen habe ich mein, ja, mehr oder weniger Lieblingsauto aus dem Game mitunter, muss ich sagen. Also da gibt es schon mehrere, aber das ist mitunter, was Optik und alles angeht, eins meiner Lieblingsautos, der neue R8. Da hinten muss ein GTS wieder mal angeben, ist klar. M4 halt. Typisch BMW-Fahrer. Nee, Scherz, ich habe nichts gegen BMW-Fahrer. Ihr habt da auch keine Vorurteile, nichts drum. Aber ja, wir fahren heute mit einem Audi R8 aus dem Hause Wagenwerk. Und das Ganze dezent tief. Mit ein bisschen Sturz. Ein bisschen Sturz habe ich rausgenommen. Und ich will damit einfach so ein bisschen rumcruisen. Ich will einfach ein bisschen darüber reden, was wir in den letzten Folgen so geschafft haben, was wir in den ersten 100 Folgen alles erlebt haben, weil das war auch nicht gerade wenig. Wie wir gewachsen sind vor allem. Und ja, darum möchte ich ein bisschen in dieser Folge reden. Ich stelle mir keine zeitliche Begrenzung für die Folge. Wenn die nach 15 Minuten zu Ende ist, hat sie nur 15 Minuten gedauert. So einfach ist das Ding. Wenn sie eine halbe Stunde dauert, dauert sie halt eine halbe Stunde. Ich will einfach nur ein bisschen labern und wenn ich mit dem Thema durch bin, dann sind wir durch für die Folge. Es soll einfach nur so eine gemütliche Laberrunde werden. Darum habe ich mir auch den R8 geschnappt, weil der ist gechillt zum Fahren. Ich glaube, das passt recht gut. Wobei, eins geht mir bei dem ganzen Wagen hier ab. Das ist in der Mitte drin der Schaltblitz. Also der würde schon noch gut reinpassen. Es gibt ja so eine Manufaktur in Deutschland, die heißt Night Factor. Die baut sowas gerne mal für Autos ein. Finde ich richtig geil, würde dem Wagen auch richtig gut passen. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir wollen jetzt nicht über das Auto labern. Wir wollen ja ein bisschen über die Folge labern, ein bisschen Resümee halten. Was ist in den ersten 100 Folgen passiert? Ich habe mir jetzt nichts bei den Lyrics rausgesucht oder bei den Analytics rausgesucht oder so. Ich sagte jetzt einfach frei Schnauze, was mir gerade dazu einfällt. Bei mir ist ja immer noch Sonntag und ja, ich kann ja mal ganz kurz nur auf YouTube schauen. Warte mal kurz, wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Da ist sie. Dann rollen wir mal hier vorbei. Laut aktuellen Stand am Sonntagabend, den 11. um 16.51 Uhr, haben wir einen Stand von 1134 Abonnenten. Wenn man bedenkt, als ich das Let's Play angefangen habe, vor zwei Monaten oder so, nee, drei Monate sind es mittlerweile, hatte ich, glaube ich, 700 Abonnenten weniger oder so. Also es hat einen riesen Sprung nach vorne gemacht. Das Ganze muss ich natürlich auch nochmal sagen, danke an Lukas, danke an Ray. Durch deren Support ist das Ganze auch so stark gewachsen hier auf meinem Kanal, weil es war im Endeffekt kein anderes Projekt hier zu sehen. Ich war ein reiner Forza-Kanal, bis auch immer noch. Es wird jetzt zwar ein bisschen was anderes auch noch dazu kommen, aber der Wachstum innerhalb von drei Monaten ist schon extrem krass. Also ich habe im Schnitt in den letzten 28 Tagen steht da immer ein Plus von weit über 151 Abonnenten und das ist schon geil. Also es freut mich richtig. Ich muss auch Danke sagen für die vielen Videoaufrufe, weil das sind auch nicht gerade wenig. Das sind ja eigentlich sogar extrem viele und auch bei den Livestreams für die Beteiligung, die er da leistet. Also ich finde es einfach nur geil und danke, dass ihr da so tatkräftig mit dabei seid, dass ihr mich da mehr oder weniger unterstützt. Ich habe vorhin gerade so mal kurz ein bisschen ausgerechnet, was beim Schnitt haben ja meine Folgen so 20 Minuten. Eher sogar ein bisschen mehr, aber in der Regel sind es so um die 20 Minuten. Ich habe jetzt einfach mal mit 20 Minuten gerechnet. Unsere 100 Folgen haben satte 33 Stunden Zeit. Da ist noch kein Stream mit dabei, da ist kein Live-Review mit dabei, was bei euch auch jedes Mal einsteigt wie Bombe. Also freut mich, dass ihr da so tatkräftig mit dabei seid, dass ihr das schaut. Ich weiß zwar nicht mehr jetzt, dass vom Mountain DNC das Ganze angekommen ist, aber ich keinen Dunst, keinen Tau. Wir werden auch mit dem Auto, hätte ich zumindest vor, dass wir rüberfahren ins Schneegebiet. Vielleicht mit ein bisschen anderem Tuning. Mal schauen, oder wir nehmen den älteren Kollegen, eins von beiden. Auf jeden Fall extrem geil, was da euer Feedback ist und ich will es nochmal in der 100. Folge nicht allzu oft sagen.
Vielen, vielen Dank. Es ist einfach so ein Spaß, mit euch das Ganze zu machen, auch in den Kommentaren. Da gibt es kein Beef, da gibt es kein Flame. Hier und wieder sind zwar vom Rice schon welche mit dabei, das kann man ja sowieso nicht abstellen. Also von dem her, einfach kicken und fertig. Und sage ich auch nochmal Danke an Dom, der jetzt mir bei den Streams ans Mutter ein bisschen unterstützt, der mir da unter die Arme greift. Danke auch an dieser Stelle an dich, dass du da mit dabei bist, dass du da mehr oder weniger den Rücken frei hältst vor solchen Spam-Leuten. Richtig geil sowas. Und ich glaube, wir haben echt noch große Sprünge vor uns, die wir machen werden gemeinsam. Weil ohne euch könnte ich das natürlich nicht machen. Das hängt immer mit euch zusammen. Und alleine wird das nie im Leben gehen. Drum richtig, richtig geil, richtig. Ja. Ihr weißt, was ich meine. Es ist einfach nur Bombe. Und auch das Resümee, was ihr zieht, wenn wir ein neues Auto aufnehmen, auch wenn ihr die Autowunschliste aufgenommen habt. Ich habe aktuell, wartet mal, ich kann ja mal kurz auf die Seite ranfahren, dann sage ich euch das mal schnell, damit das ja auch mal auf dem neuesten Stand seid. Klar, das kann sich bis zu dem Tag, wo ihr das Video seht, natürlich wieder, keine Ahnung, extremst verändert haben. Aber wenn ich hier auf die Tabelle gehe, um das Ganze anzuzeigen, wie viele Autowünsche offen sind, Antworten auf Autowünsche, da haben wir die schöne Tabelle. Wir haben aktuell, haben wir 54 Autowünsche haben wir abgearbeitet, beziehungsweise manche waren auch dabei, wo ich einfach gesagt habe, finanziell nicht möglich, ist mir zu teuer, da geht mein ganzes Budget drauf. 54 haben wir, 135 sind es aber noch, das heißt gut 80 Autowünsche, die noch offen sind, die noch gemacht werden müssen. Also vielen, vielen Dank für euer Resümee, was ihr dazu leistet. Es waren auch Wünsche von der Assetto Corsa mit dem Porsche. Ich muss mir das Ganze erst holen, ich habe es noch nicht gekauft. Ich hole es mir auf jeden Fall, dann wird auch das kommen. Und ja, richtig, richtig geil. Was noch so? Im Großen und Ganzen einfach danke, damit, dass ihr mit dabei seid, dass ihr heute wieder mit zuschaut, mit dabei seid. Euch das Ganze gebt, wo ich einfach nur mehr oder weniger sinnlos rumfahre. Das mache ich eben ganz kurz bei nur. Ich fahre ja nur Rennen, für Rennen und Laber halt ein bisschen. Und freut mich einfach, dass ihr euch das Ganze reinzieht. Ja, geil einfach. Auch die Aufrufezahlen, die sind immer schön konstant da. Also ich weiß, ich habe meine Viewer, die es sich einfach jedes Video ansehen, so in etwa. Und so etwas freut mich einfach auch mit dem Daumen hoch. Also die Anteilnahme ist auch immer super. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist einfach geil. Und die letzten 100 Folgen sind so schnell vergangen. Und ich bedenke, ich nehme 7 Folgen auf, sind also 7 Folgen pro Woche. Das heißt, das sind gut, ja, in etwa 14 Wochen jetzt. Pi mal Daumen, ein bisschen mehr. Wo ich das Ganze jetzt auch immer, die Zeit ist einfach so schnell vergangen. Und ich freue mich auch jeden Tag wieder, wenn es 17 Uhr wird, das Video geht online und dann kommen um 18, 19 Uhr die ersten Kommentare rein. Freut mich einfach. Also wenn ich dann wieder so gewisse Namen in den Kommentaren lese, die halt immer was dazu schreiben, ist halt geil. Und ich glaube, sowas kann man schon schätzen und sollte man auch schätzen. Weil es ist natürlich nichts Selbstverständliches. Und ja, diesbezüglich schon richtig krass. Ich finde immer noch den Sprung von den Abos her am krassesten. Oder auch jetzt das Video, beziehungsweise der Stream, der vor 2 Wochen gelaufen ist, am Dienstag. Nee, letzte Woche Dienstag gelaufen ist, so muss ich sagen, nicht vor 2 Wochen, sondern letzte Woche. Bei mir war es ja sogar noch diese Woche, wenn ich jetzt das Video aufnehme. Und deswegen gehen wir mal hier ein bisschen quer treiben. Und da freue ich mich auch schon wieder auf den Schnee. Wenn ihr das Video gesehen habt, haben wir schon gespielt. Ihr habt das wahrscheinlich genauso bereits gespielt. Wer noch nicht weiß, wie das ist, schaut ihr einfach das Review an. Ist auf meinem Kanal natürlich noch vorhanden, der Livestream. Schaut ihr das Ganze einfach an. Und dann kannst du selbst entscheiden, dir selbst ein Bild dazu machen. Ich kann jetzt selbst keine Empfehlung dazu abgeben, weil ich, wie gesagt, das selbst noch nicht gespielt habe. Bei mir ist ja aktuell Sonntag. Und ja. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich musste gerade husten. Ich bin gerade wieder im Hochscrollen nebenbei.
Damit dass ich wieder dahin komme, wo ich hin wollte. So, dann machen wir hier das ganze normale wieder auf. Genau, ich würde sagen, wir cruisen jetzt noch ein bisschen rum und dann war es das für diese Folge. Ich weiß, die ist etwas kürzer, aber ich habe es am Anfang der Folge gesagt, ich möchte das Ganze sagen, was ich sagen wollte. Und nicht großartig Sinn, dass die ganze Folge rauszögern. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, das wollen wir auch nicht. Und Foto machen. Ich muss auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen aufs Klo, also wird es nicht mehr zu lange dauern. Wir werden, glaube ich, noch zum Außenposten fahren. Da war das eine kürzere Folge normalerweise. Ich weiß, sind die runden Folgen immer ein bisschen länger. Aber ihr kennt mich. Ich bin generell ein bisschen anders als der Rest. Ich bin generell ein bisschen mehr verpeilt, glaube ich, auch wie der Rest. Von dem her kann man auch mal eine Folge da gerne mal ein bisschen kürzer halten. Ich bin generell einer, der eher die Folgen auf der kürzeren Basis lässt. Weil eben dadurch die Leute einfach mehr einschalten, beziehungsweise es für euch auch angenehmer ist. Ich kenne es ja von meiner Seite selbst, wenn ein Video 20 Minuten dauert, schaue ich es eher an, als wenn es eine halbe bis dreiviertel oder gar eine ganze Stunde geht. Außer es ist so etwas wie Formel 1 oder so. Wo ich weiß, das ist ein ganzes Rennen, da schaue ich mir vielleicht doch das ganze Rennen an. Aber ansonsten, bei so einem Spiel bin ich eher so der 20-Minuten-Freund. Das ziehe ich auch konsequent durch bei meinem Let's Play. Ausnahmen sind halt, wenn ich wieder mal mit Ray zusammen in der Kurve unterwegs bin. Da kann es gut und gern mal länger werden. Aber ich würde sagen, mit diesem Blick hier auf unserem Audi, der gerade nicht mehr angeregelt wird. Oder doch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ein bisschen matt jetzt gerade wirkt, würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal für die Anteilnahme an den letzten 100 Folgen und vor allem nochmal Servus an die, die während den 100 Folgen dazugestoßen sind und jetzt tatkräftig mit dabei sind. Freut mich irrsinnig. Aber ja, ich bin jetzt raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao, euer Guckmaster.